Und jetzt alle Startklar und Boxen auf zum Deutschlandpreis. Wer übernimmt die Spitze? Das ist im Vorfeld die große Frage. Schiaparelli geht nach vorne mit Egerton an der Innenseite. Conillon sofort dabei. Der drückt auf die Pace und übernimmt das Kommando. Conillon geht nach vorne vor Schiaparelli, dann Egerton, First Stream, Dickens und am Ende des Feldes galoppiert Oriental Tiger. So kommen die Pferde hier an der Haupttribüne vorbei, fast im Gänsemarsch. Die Spitze bei Conillon. Conillon mit zwei Längen mit Ted Durkin im Sattel vor Schiaparelli in dessen Fahrwasser. Der kann ganz munter hinterher galoppieren. Dann Egerton vor First Stream, Dickens und Oriental Tiger. Das Tempo ist nicht übermäßig schnell. Das war allerdings auch nicht zu erwarten. Es geht in den ersten Bogen hinein. Dann sind die Pferde an der 1700 Meter Marke jetzt exakt in der Conillon vor Schiaparelli, an der Außenseite Dritter ist Egerton vor First Stream, dann Dickens und Oriental Tiger an sechster Stelle. Der kommt jetzt aber außen an die Seite von Dickens. In diesem Moment hat Schiaparelli die Initiative ergriffen, ist an Conillon vorbei. Schiaparelli vor Conillon, dahinter First Stream mit außen daneben Egerton, das sind die vorderen vier. Dann wieder Kopf an Kopf Dickens innen und außen daneben Oriental Tiger. Nur noch wenige Galoppsprünge bis Mitte der Gegenseite. Schiaparelli an der Spitze, Andra Starke führt hier vor Conillon, dann First Stream als Dritter, ganz knapp vor Egerton, dahinter Oriental Tiger, der legt sich mächtig ins Zeug und innen an den Rails galoppiert Dickens, das Sechserfeld, weiterhin dicht geschlossen, es geht den Berg hinauf. Schiaparelli an der Spitze vor Conillon, dann First Stream, außen daneben Egerton, dann Dickens und dann Oriental Tiger. Alle sechs Pferde galoppieren noch in bester Haltung, keiner lässt sich anschieben, alles noch ein wunderbares Bild. Schiaparelli vorne vor Conillon, dann rückt an der Außenseite Oriental Tiger auf und das in guter Manier vor First Stream. Egerton ist nun Fünfter, Dickens am Schluss. Nun geht es in die Zielgerade, 450 Meter. Schiaparelli innen mit Anlehnung an der Hecke. Conillon kommt wieder. First Außen ist Oriental Tiger, dann Dickens, dann Egerton. Schiaparelli vorne, aber Conillon kommt. Schiaparelli an der Innenseite mit Conillon. Schiaparelli innen, Conillon kommt, Schiaparelli, Schiaparelli wehrt sich gegen Conillon, Schiaparelli und Conillon, Schiaparelli, Schiaparelli und Conillon, Schiaparelli, Schiaparelli und Conillon versucht es wieder, Schiaparelli und Conillon, Schiaparelli, 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 Conillon, dann First Stream, dann Dickens, dann Egerton, dann Oriental Tiger. Hat der Jockey da wieder ein Rennen geritten? Hat der Andra Starke ein Finish geritten?